fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann klappt es dann. Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Man sagt, er wäre gemeingefährlich. Im Märchen verschlingt er ganze Menschen mit Haut und Haar. Und er könnte hier hinter jedem Busch auf mich lauern. Der Wolf. Warum man so fiese Geschichten über den Wolf erzählt und ob das wirklich alles stimmt, das möchte ich heute für euch herausfinden. Ich treffe jetzt gleich eine echte Expertin für Wölfe und ihr könnt euch in der Zwischenzeit mal angucken, wo sich der Wolf so herumtreibt. Naturvölker wie die Indianer verehren ihn. Bei uns aber wurde er über Jahrhunderte hinweg gejagt und geschossen. Lange war der Wolf aus unseren Wäldern verschwunden. Heute gibt es wieder welche im Norden und Osten Deutschlands. Wölfe können überall leben. Ihnen ist es egal, ob es eiskalt oder sengend heiß ist. Sie können sich überall anpassen, solange sie genügend Nahrung finden. Wölfe sind deshalb richtige Überlebenskünstler. Wölfe sind ausdauernd. Sie können kilometerweit laufen, ohne müde zu werden. Die Tiere sind keine Einzelgänger, sondern leben in Rudeln, also in Familien zusammen. Die bestehen aus den Eltern und ihren Jungen, den Neugeborenen und den älteren Geschwistern. Gemeinsam leben sie in einem Revier, das so groß wie eine Kleinstadt sein kann. Ohne den Wolf gäbe es keine Hunde, denn alle Hunde stammen vom Wolf ab. Hier erproben die Jungen ihre Kräfte. Noch ist es nur ein Spiel. Was sie jetzt beim Raufen lernen, werden sie später einmal brauchen, um ihr Revier zu verteidigen. Das Rudel bleibt nicht für immer zusammen. Die älteren Geschwister werden bald gehen und eine eigene Familie gründen. Ich bin heute für euch übrigens in Ernstbrunn. Das liegt genau, Moment, hier. Ganz in der Nähe von Wien. Und hier treffe ich jetzt gleich die Friede... Oh, oh. War das jetzt ein Wolf? Ist vielleicht ausgebüxt oder so? Ah, da kommt Friederike zum Glück. Hi, na? Du, mir ist da gerade ein Wolf irgendwie über den Weg gelaufen. Kann das sein? War das einer, der ausgebüxt ist? Nein, das war der Amarok. Das ist ein Wolfshund. Das ist ein Hund von einem von unseren Mitarbeitern, der vor wenigen Generationen noch einen Wolf mit dabei hatte, aber ist schon ein Hund. Und im Gegensatz zur Guinness zum Beispiel, es ist so, dass da war ein Wolf vor ganz, ganz langer Zeit mal mit dabei. Die sieht auch dem Wolf nicht mehr so ganz ähnlich. Nein, ja? Das ist... Also das heißt, da haben sich ein Hund und ein Wolf gepaart und haben Kinder bekommen, sozusagen, genau. Junge. Ah, deshalb die Ähnlichkeit. Ja. Aber du, mach dir nichts draus. Den haben sie schon ganz oft verwechselt mit einem Wolf. Da war sogar schon mal die Polizei da, um nachzugucken, ob da nicht uns ein Wolf ausgekommen ist. Okay. Aber ich kann dir auch jetzt mal die richtigen Wölfe zeigen. Ja, unbedingt. Sehr gerne. Und dann sehen wir den Unterschied. Friederike ist die Leiterin des Forschungszentrums. Sie arbeitet mit Wölfen aus Amerika. Die wurden nicht so stark gejagt wie bei uns. Deshalb sind die amerikanischen Wölfe den Menschen gegenüber nicht so scheu und misstrauisch. So, jetzt muss ich noch zwei Trainer dazu suchen, damit wir nicht alleine ins Gehege gehen. Das sind Sicherheitsvorschriften bei uns und die kommen dann mit. Okay, das ist einfach wichtig. Das ist ein Wolf, das ist kein Hund und es kann immer was passieren. Also man muss einfach vorsichtig sein. Ich muss sehr genau aufpassen, was da passiert. Und wenn wir jetzt da reingehen zu den Wölfen, gibt es da Dinge, die ich beachten muss? Ja, es gibt ganz viele Regeln. Also, zum einen tun wir uns nicht über die Tiere rüberbeugen, sondern immer ganz gerade stehen. Okay. Weil wenn wir uns rüberbeugen, dann zeigen wir den Tieren, dass wir eigentlich das Sagen haben und das wollen wir ja nicht. Und ruhig verhalten höchstwahrscheinlich ganz nicht? Ganz normal verhalten, okay. Also nicht irgendwie angespannt sein, weil das merken die. Und was ganz wichtig ist, dass die Wölfe manchmal begrüßen. Und die Begrüßung sieht so aus, dass sie die durchs Gesicht lecken. Okay. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du den Kopf nicht wegdrehst. Einfach die Lippen zusammenbeißen
Genau. Und rüberschlabbern lassen. Rüberschlabbern lassen. Weil das wäre sonst, wäre das so, wenn man das auf uns Menschen überträgt, als würde ich dir die Hand reichen. Und ich halte und du sie weg. Also unhöflich, ja? Und wir wollen ja höflich und freundlich sein. Genau. Gut, okay, habe ich verstanden. Das sind Marlene und Rita, die beiden Trainerinnen. Friederike ermahnt mich nochmal, ganz locker zu bleiben. Dann gehen wir in eine Art Vorraum. Hier dürfen mich die Wölfe erstmal nur beschnuppern. Wären Friederike und die Trainerin nicht dabei, würden die Wölfe nicht zu mir an den Zaun kommen. Die drei gehen jetzt ohne mich rein. Sie wollen sehen, in welcher Stimmung die Wölfe heute sind. Sieht so aus, als würden sich die Wölfe freuen über den Besuch. Es ist alles okay. Ich darf jetzt auch rein. Einen Wolf kann man nicht einfach herbeirufen wie einen Hund. Man muss warten, bis er von alleine kommt. Machst du mal einen Touch? Super. Ah, die Faust, ja? Das ja, heißt, genau. Du sagst einen Touch, das Touch. Ist sozusagen die... Ach, sie soll mich berühren mit der Nase. Genau. Du gibst dir jetzt richtig einen Auftrag sozusagen. Ja, genau. Im Training. Ah, das ist ein Training schon. Sit. Ja? Komm mal, sit. Siehst du, super ist die Maus. Ah, das funktioniert. Guck mal, wir sind hier halt in einer Forschungsstation, ja? Friederike arbeitet mit Belohnung. Wenn die Wölfin etwas richtig macht, bekommt sie ein Leckerli. Zuerst hat sie mich kaum beachtet, jetzt begrüßt sie mich sogar. Worin unterscheiden sich eigentlich Wolf und Hund? Man sieht den Unterschied am Körperbau natürlich. Die haben viel längere Beine. Aber vor allen Dingen sieht man es natürlich auch direkt am Verhalten. Hund wäre jetzt normalerweise bei Welpen nicht so schüchtern, nicht so zurückhaltend. Man sieht auch, er fühlt sich nicht ganz wohl. Er hatte den Schweif zwischen den Beinen. Stimmt, das ist bei Hunden wiederum auch ein Zeichen dafür, dass sie ein bisschen ängstlich sind, oder? Dass sie sich nicht wohlfühlen. Friederike bringt den Wölfen Kommandos bei, weil sie wissen will, wie die Tiere reagieren und wie schlau sie sind. Das funktioniert ja super. So, dann wieder aufhören. Oh. Woran hast du das jetzt gemerkt? Das ist einfach, wir geben den Tieren immer wieder die Möglichkeit, sich zu entfernen, wenn sie möchte. Sie kommt dann wieder. Jetzt ist sie wieder da. Man sagt ja so viele doofe Sachen über den Wolf, dass es eine blutrünstige Bestie ist. Und in den Märchen ist der Wolf immer der Böse. Das stimmt ja gar nicht. Warum sagt man das denn über den Wolf? Da gibt es verschiedene Gründe. Also einmal ist es natürlich, ist ein Fleischfresser. Mhm. Das heißt, da kommt so ein bisschen die Urangst, dass sie uns tatsächlich essen könnten. Okay, aber Hunde haben wir ja auch. Hunde sind auch, fressen auch Fleisch. Ja, aber die sind ja domestiziert. Also ja, die stimmt. haben wir im Prinzip ausgewählt, dass sie mit uns zusammenleben und vielleicht auch nicht mehr ganz so aggressiv sind. Naja, und ein Wolf reißt schon mal ein Schaf von einem Bauern. Deshalb gilt er als böse. Aber einen Menschen anzufallen, das würde sich der Wolf nicht trauen. Ein Wolf in der freien Natur, da kann man eigentlich glücklich sein, wenn man den mal sieht. Normalerweise sieht man den gar nicht. Ja. Und du merkst es ja jetzt auch, obwohl diese Tiere so von uns aufgezogen worden sind und so viel Kontakt mit Menschen eigentlich haben und immer dafür belohnt werden, sind die durchaus etwas vorsichtig und haben Angst. Ja, sie sind echt ein bisschen zurückhaltend und gerade wo sie mich jetzt nicht kennen, sind sie noch vorsichtiger. Ja. Mhm. Genau. Also das heißt aber, wenn ich jetzt alleine im Wald spazieren gehe, dann brauche ich keine Angst haben vor einem Wolf. Nein. Der hätte eher Angst vor mir. Der hätte sicherlich Angst vor dir und du könntest dich sehr glücklich schätzen, wenn du mal einen Wolf siehst. Gut. Bislang wissen die Forscher nur sehr wenig über den Wolf. Das will Friederike ändern. Hier gibt es übrigens nicht nur Wölfe, sondern auch Hunde. Denn Friederike will auch wissen, inwiefern sich Wölfe und Hunde unterscheiden. Dann auch kleiner Schlawiner. Was heißt kleiner Schlawiner? Das kann sein, dass er dir versucht, von hinten ein bisschen hoch zu krabbeln. Oh nein, der Schlawiner ist aus der... Der Schlawiner ist schon wieder drin. Schlawiner ist wirklich ein Schlawiner, ja, der ist gerade ausgebüxt. So stürmisch würde uns ein Wolf nie begrüßen. Die Hunde hier sind viel zutraulicher und frecher. Dem Wolf war ich zuerst ja nicht so ganz geheuer. Wie wurde aus dem Wolf jetzt eigentlich der Hund? Wie kam das dazu? So ganz genau werden wir es natürlich nie wissen. Es gibt verschiedene Ideen dazu. Ja. Und eine ist, die ist, glaube ich, im Moment am prominentesten, dass die... Also am bekanntesten. Am bekanntesten, genau. Da wird angenommen, dass die Wölfe sich am Anfang eigentlich selber diese Angst vor Menschen ein bisschen genommen haben. Also dass es ein paar Wölfe gibt, die weniger Angst hatten und dann zu den Siedlungen von Menschen gekommen sind und dort nach Überresten gesucht haben, also Futter und sich ernährt haben. Und
sich also selber ein bisschen dann fortgepflanzt haben miteinander, also dass dann die Wölfe schon an sich nicht mehr so ängstlich waren, diese bestimmte Gruppe von Wölfen. Die Menschen merkten, dass diese Tiere auf ihre Herden aufpassen konnten und super Wachhunde waren. Deshalb fingen sie an, die Tiere miteinander zu paaren. So entstanden die vielen verschiedenen Hunderassen. Jetzt will mir Friederike zeigen, welche Tests sie mit den Tieren machen. Zuerst sind die Wölfe dran. Ich lasse die Brücke runter, durch die der Wolf ins Haus gehen soll. Rita geht auf Position. Sie wartet auf Kasper, um ihn aus dem Gehege zu holen. Friederike und ich versuchen, die beiden anderen Wölfe mit Futter abzulenken und zu uns zu locken. Es dauert eine Weile und dann haben wir es geschafft. Ach, das ist der Boss, das ist der Chef. Komm mal. Der ist ja total schön. Und der ist schwarz. Ja, ungefähr 30% der Wölfe in Amerika sind schwarz. Und die schwarze Farbe kommt daher, dass es vor nicht allzu langer Zeit gab es immer irgendwie einen Mix mit dem Hund. Und das ist ein Erbmaterial, das vom Hund kommt, die schwarze Farbe. Ist klar, also nicht irgendwie zur besseren Tarnung oder so. Da haben sich einfach ein Hund und ein Wolf gepaart und da ist dann die schwarze Farbe bei rausgekommen. Genau, und die schwarze Farbe irgendwie macht die sich sehr gut. Die Tiere sind ein bisschen widerstandsfähiger als die hellen Tiere. Und dadurch verbreitet sich die schwarze Farbe eigentlich ganz gut in der Population. Ah, das ist ja klasse. Und mit dir fangen wir jetzt an mit dem Testen. Da der Hund vom Wolf abstammt, ist es total spannend, die beiden miteinander zu vergleichen. Wir wollen jetzt herausfinden, wie gut die Tiere lernen können und wie sie sich dabei verhalten. Kasper darf sich zuerst ein bisschen den Raum ansehen. Er bekommt ein Leckerli und ich gebe ihm die Faust und sage Hallo. Kasper wirkt neugierig und ein bisschen aufgeregt. Ich lege ein Stück Käse in den Kasten. Käse mögen Hunde und Wölfe total gern. Dann gehe ich zu Guinness und Friederike dreht sich mit Kasper um. So, jetzt muss man erst den Kasper so hinstellen, dass er was sehen kann. Weil wenn er nichts sieht, dann kann er ja auch nichts lernen. Okay, Guinness Box. Auf meinen Befehl Box öffnet Guinness den Kasten. Dann zeigt Friederike dem Wolf, was da drinnen ist. Kasper weiß jetzt, da gibt es etwas Leckeres. So. Jetzt machst du die Box mal zu. Ja. Und dann schauen wir mal, ob er was gelernt hat bei dem Ganzen. Also dasselbe nochmal. Jetzt lege ich ein totes Hühnerküken hinein. Das frisst ein Wolf eben. Ob er es schafft, den Kasten zu öffnen? Guinness hat es ihm ja vorgemacht. Kasper gibt nicht auf. Er hat ja gesehen, dass der Kasten aufgeht. Super. Es hat geklappt. Habt ihr es gesehen? Kasper hat jetzt von Guinness gelernt, wie man die Box öffnet und an das Futter rankommt. Jetzt ist Maischa dran. Friederike, Guinness und ich wiederholen den Versuch. Guinness, komm mal zu mir. Komm mal zu mir, Guinness, komm mal. Guinness, mach Platz. Mach Platz. Bleib. Bleib, Guinness. Auch Maischa darf nicht sehen, dass ich den Käse in den Kasten lege. Wieder dreht Friederike den Hund erst um, als ich zurück zu Guinness gehe. Guinness Box. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Maischa das genauso gut hinkriegt wie vorher der Wolf. Maischa versucht direkt an den Leckerbissen heranzukommen. Da sieht man jetzt schön den Unterschied. Der Kasper ist eigentlich immer nur vorne zu dem Hebel gegangen. Und der Maischa geht erstmal zur Seite und kratzt dort. Also, was kann man daraus schlussfolgern? Was noch viel interessanter ist, dass der jetzt bei mir ist. Stimmt. Und mich anschaut und so ungefähr, ja bitte, kannst du mir bitte die Box aufmachen? Oh nee, Box ist ja das Kommando für Guinness. Und so kommt Maischa nun doch noch ganz bequem an das Leckerli. Ich hätte Guinness festhalten müssen. Der nächste Versuch. Jetzt ist Aragorn an der Reihe. Friederike will wissen, ob Wölfe Mengen voneinander unterscheiden können. Aragorn muss erkennen, auf welcher Seite weniger Punkte sind. Wenn er mit der Schnauze die richtige Seite anstupst, bekommt er aus dem Kasten eine Belohnung. Ich bin total fasziniert, wie gut Aragorn ist. Das muss man erstmal nachmachen. Vor allem so schnell. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das mit meiner Nase so schnell geschafft hätte. Kannst du gerne mal probieren. Ja, aber ich will nicht die Belohnung. Die Hunde haben das übrigens noch nicht gelernt. Mit denen wird noch trainiert.
Jetzt besuche ich die Wolfswelpen. Sie sind 4,5 Monate alt. Marleen kümmert sich um sie. Als die Tiere zu ihr in die Forschungsstation kamen, waren sie noch ganz klein, kaum 2 Wochen alt. Ihr übernimmt sozusagen die Rolle der Mama hier. Genau, wir füttern die alle 2 Stunden am Anfang mit Milch, mit Ersatzmilch und ziehen die halt richtig auf wie Babys. Und nachts? Und nachts schlafen wir mit denen. Warum kommen die nicht mit ihren Müttern hier gemeinsam her? Das ist für uns ganz wichtig, dass wir die mit der Hand aufziehen, weil wir sonst nicht nachher mit denen so arbeiten können. Weil eigentlich ist der Wolf ja ein scheues Tier, der sich zurückzieht vor Menschen. Und das macht ihr ja eigentlich, um die Wölfe besser verstehen zu können. Und damit wollt ihr auch unterstützen, dass die in freier Wildbahn auch wieder gut leben, oder? Genau, weil wenn wir, was wir kennen, das können wir erklären und so können wir zum Beispiel das Tier einfach auch wirklich schützen in der Natur. Oh, erst mal strecken, ne? Wieder aufpassen, so, genau, immer auf deiner Seite bleiben. Guck, das war ein Fehler. Ich habe ihm jetzt oben drüber gestreichelt, das soll man eigentlich nicht, ne? Genau, das soll man nicht, weil dann bedrängt man das Tier. Rita bringt ein Tierfell. Damit spielen die jungen Wölfe total gern. Sie können so schon mal austesten, wer der Stärkere ist. Da wollen wir ihnen lieber nicht im Weg stehen. Und jetzt ist ihre Beute. Genau. Jetzt wird geschritten, wer es bekommt. Aber es ist trotzdem friedlich und okay. Das ist alles noch relativ friedlich. Marleen ist für die Welpen jemand, der für Spaß und Unterhaltung sorgt. Wie ein Kumpel. Aber sie gehört nicht zum Rudel. Marleen will mir jetzt einen April-Scherz vorstellen. Einen 2,5 Jahre alten Wolf, der am 1. April geboren wurde. Hier sind sie richtig. Oh ja, hier sind ja wieder 2. Genau, das ist der Geronimo und der Kena. Guck mal. Das ist das Bellen eines Wolfes, was wir jetzt gerade gehört haben. Ah, der kann bellen. Genau, das ist ein Warnlaut bei den Tieren. Das ist halt, eben ist das jetzt ein bisschen unheimlich, dass du mitbekommen bist, weil er das nicht so kennt hier hinten. Hier dürfen sonst nur Mitarbeiter hin. Okay. Und heute darfst du ja mit hin und deswegen hat er jetzt gewarnt, dass jemand Fremdes dabei ist. Man hört ja auch die Hunde, ne? Genau. Die bellen komplett anders. Ja. Die bellen ganz, ganz häufig hintereinander. Und viel schriller. Viel häufiger und viel lauter. Ja. Und beim Wolf ist das ja, der darf ja nicht auffallen. Wenn er so viel bellen würde in der Natur, würde er auffallen und würde immer seinen Platz preisgeben, wo er ist. Und das wäre natürlich für ihn, wenn er so viel bellen würde, würde er keinen Jagderfolg haben. Ja, natürlich. Bellen die nur so ganz bisschen. Ganz leise und ganz dunkel. Genau. Und das hört man sehr weit, dieses dunkle Wellen, deswegen, auch wenn es gar nicht so laut ist. Weil sie auch so gut hören können. Genau. Genau, super. Marleen und ich wollen jetzt mit einem der Wölfe spazieren gehen. Marleen holt Kenai ohne mich. Im Vorraum ist es sehr eng und für den Wolf wäre es nicht angenehm, wenn er mir da das erste Mal begegnen müsste. Jetzt darf ich den Wolf begrüßen. So ganz geheuer bin ich ihm immer noch nicht. Das sieht man daran, dass er den Schwanz zwischen die Beine geklemmt hat. Spazieren gehen ist wichtig, damit Kenai immer wieder etwas Neues entdecken kann. Und du sag mal, wenn er jetzt einem Hund begegnen würde hier, wäre das schwierig oder doof? Oder, Es ist ein bisschen schwierig, weil sie natürlich ihr Revier verteidigen, weil sie das zum Überleben brauchen, das Revier, weil sie sonst keine Welpen haben können, wo sie die aufziehen können und nicht jagen können. Und deswegen verteidigen Wölfe ihr Revier sehr. Ja. Und deswegen haben wir immer eine zweite Person dabei, die aufpasst. Dass kein fremder Hund kommt oder die fremden Leute nicht zu nahe kommen. Ah, ich verstehe, sonst könnte es auch mal gefährlich werden. Wir haben bis jetzt noch keine Situation wirklich gehabt, wo es richtig gefährlich wurde. Also guck mal, jetzt schnuppert der, da ist ein Haufen, ein kleiner Kakao. Ja, das ist Fuchskot. Und wir möchten nicht so gerne, dass er sich da drin wälzt, deswegen lenken wir ihn ab, weil er stinkt dann ein bisschen und meistens klebt das am Halsband. Ja, vor allem bei der hellen Farbe sieht man die Flecken auch sofort. Das ist nicht so schlimm, er geht ja ins Gehege zurück, nur das Abmachen ist dann immer so ein bisschen eklig. Ja, ich verstehe. Aber dran schnuppeln darf er. Ja, dran schnüffeln darf er. Okay, alles klar. Gut, komm, gehen wir weiter. Ah, du guck mal, der hat ja hinten so einen schwarzen Fleck auf seinem Schwanz. Ja, da sitzt eine Drüse, das haben alle, Hunde und Wölfe. Ach was. Das ist dafür da, wenn sie den Schwanz heben, kommt da ein bisschen Sekret raus. Und wenn sie wedeln, dann verteilen die das. Und damit können die anderen erkennen, wer sie sind. Ah, damit markieren sie ihr Revier sozusagen. Genau. Kenai muss die ganze Zeit an der Leine bleiben. Würde Marleen ihn frei laufen lassen, wäre er sofort auf und davon, um zu jagen. Wieder wälzt er sich. Vermutlich, weil dann die anderen Wölfe riechen können, was er unterwegs alles entdeckt hat. Ah, guck
mal, jetzt konzentriert er sich irgendwie. Kann das sein? Jetzt hört er irgendwas, oder? Genau, er hat jetzt aufgehört zu hecheln, damit er besser hören kann, weil das Hecheln macht ja auch ein Geräusch. Ah, also wie wir die Luft anhalten zum Beispiel. Genau, wenn so wir irgendwie uns erschrecken oder irgendwas im Haus hören. Ah, nee, war doch nichts, ne? Genau, so, machen genau. Wir das eigentlich auch. Den ganzen Tag können wir nicht mit Kenai unterwegs sein. Er würde unruhig werden, weil er seinen Rudel vermissen würde. Obwohl er es hier im Steinbruch total spannend findet, müssen wir langsam zurück. Der muss ja ein richtig starkes, ja, hallo, kräftiges Gebiss haben, ja. Wenn der draußen in der freien Wildbahn wild reißt zum Beispiel. Soll ich dir mal die Zähne zeigen? Ja. Also, oh, wow. Und gibt es da irgendwas Spezielles an dem Gebiss, was anders ist zum Beispiel als bei dem Hund? Also die Wölfe haben sogenannte Brechzähne, die liegen weiter hinten. Und die gehen nebeneinander her, so wie eine Schere im Prinzip. Und so können sie die Knochen richtig brechen. Genau. Also das heißt, wenn jetzt mein Arm der Knochen ist, dann bricht er so den Knochen knack. Damit. Ja, jetzt bitte und so. Nicht. Und, okay. Und so kann er halt das Kalzium aus dem Knochen holen, was er braucht. Und Hunde mahlen, wenn das jetzt der obere Zahn ist und das der untere Zahn und du mach mal dazwischen den Knochen, dann würden Hunde den Knochen genau, versuchen zu zermahlen. Weil die aufeinander gehen, die Zähne. Verstehe. Manche Hunde haben diese Zähne noch, aber die meisten nicht. In Ernstbrunn in Österreich habe ich ein Forschungszentrum für Wölfe besucht. Bis jetzt weiß man nur sehr wenig über diese Tiere. Das soll sich ändern. Ich war ganz schön aufgeregt, als ich mit Friederike ins Gehege rein bin. Zu meiner großen Überraschung waren die Tiere sehr scheu. Es dauerte eine Weile, bis mich die Wölfin mit einem Schlecken übers Gesicht begrüßt hat. Wie schlau Wölfe sind, hat mir Kaspar gezeigt. Er hatte zuerst zugesehen, wie man den Kasten aufmacht. Weil da was zu fressen drinnen war, wollte er ihn auch öffnen. Und das hat er auch geschafft. Natürlich wollte auch Hund Maischa ans Futter. Er hat es eine Weile probiert, aber nicht geschafft. Dann ging er zu Friederike, damit sie ihm hilft. Junge Wölfe sind total verspielt. Die beiden hier haben ausgetestet, wer der Stärkere ist. Beeindruckt war ich vom Gebiss. Das hat Brechzähne, mit denen er Knochen brechen kann. Das heißt, wenn jetzt mein Arm der Knochen ist, dann bricht er so den Knochen knack. Damit. Wölfe sind übrigens sehr ausdauernd. Sie können kilometerweit laufen. Zum Abschied gibt's noch einen Leckerbissen. Und zwar ein Rehbein. Das ist ganz schön schwer. Für jeden gibt's eins. Sie bringen jetzt ihre Beute in Sicherheit, damit sie in Ruhe fressen können. Denn wie jedes Tier fürchtet auch der Wolf, dass ihm ein anderer das Fressen wegnehmen könnte. Danke, Marlene, es war super. Bitteschön. Ciao. Tschüss. Tja, in der freien Wildbahn würde der Wolf auch sein Reh reißen. Und das braucht er auch, um zu überleben. Und im Übrigen reißt der Wolf hauptsächlich krankes und schwaches Wild. Und das ist total wichtig. Damit sorgt er nämlich dafür, dass das Wild hier in den Wäldern gesund bleibt. Ja, und Angst haben muss man vor dem Wolf auch nicht. Und wenn ihr ihn irgendwann mal irgendwo im Wald heulen hört, dann ist das garantiert super, super weit weg. Ja? Oh, kleiner Spaß, ist mein neuer Klingelton. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nicht.